Hallo und herzlich willkommen zu Let's Multiplayer Titanfall, ich wollte gerade schon wieder sagen Call of Duty, auf der Map Abfluss im Spielmodus Materialschlacht. Ja, Materialschlacht ist halt so das, ja, Team Deathmatch aus Titanfall. Wir spielen heute Kompakt MP R97 und wieder die Dreifachbedrohung beim Titan mit drin. Normalerweise müsste ich die Spitfire weiterspielen, also praktisch die Waffe wie gestern, aber nee. Das werde ich dann mal so privat oder mal streammäßig zocken. Weil ich brauche halt bestimmte Prestige. Beziehungsweise, das heißt, der Regenerationsforderung. Muss ich halt machen, um halt ins nächste Prestige zu kommen. Und das ist beispielsweise halt mit der Spitfire, mit dem Spitfire LMG, was ich da halt gestern gespielt habe. Ein paar Kills machen. Also, ich weiß gar nicht. Und verschiedene Stufen halt damit bewältigen. Alles drum und dran, aber nur mal schauen. So, da hinten ist auf jeden Fall ein Pilot schon wieder an der Stelle. Ja, man sieht's. Dass die halt so mega... Holy shit. Ja, dass die halt hier noch mehr umherhampeln als... Ja, in einem COD. Es ist mega nervig, aber... Aber hey. Damit muss man sich abfinden, wenn man Titanfall spielt. Ja, scheiße. Dass auch einer mal hinter dir runterspringt mit der KMP und dich einfach mal so von hinten holt. Das ist halt Titanfall. Typisch. So, erstmal kurz mal hier durchsichten. Das Problem ist, dass die K halt die stärkste MP ist. Dagegen hast du theoretisch eigentlich kaum eine Chance. Und das Schlimme ist... Oh, das war knapp. Dass der Server hier auch ein bisschen... Ach, komm schon, Mann. Fuck you. Die Server lecken auch ein bisschen. Dann spielt sich nicht gerade schön. So, zack, zack, zack. Ach, komm schon. Keine Ahnung, wo der hin wollte. Also da raus ging definitiv nicht. Das war eigentlich ersichtlich. Achso, nicht ganz durch. Ja, solche Leute gibt es halt auch, die da irgendwie kämpfen, aber gut, egal. Wie gesagt, ist halt eigentlich alles Nebensache, damit muss man sich halt gewöhnen. Darum, ich sag mal so, finde ich das Umhergespringe, alles drum und dran. Wo habe ich meinen Titan überhaupt abgesetzt? Da, nee, das ist nicht meiner. Nee, egal. Ich habe gerade irgendwie also okay, ich habe doch Steps gehört. Na komm. Ich weiß gar nicht... Ach, da hinten ist er. Ich würde trotzdem ganz gerne mal sehen, wo hier schon ihr Pilot ist. Wo die schon wieder hier am Umherrennen sind. Da haben wir... Ich bleib jetzt mal also extra nicht im Titan. Kurz mal Waffenmodus. Hau doch mal ab da jetzt. Ich glaube, den können wir uns mal per Rodeo holen. Okay, oder auch nicht. Einfach mal, weil... Ach, komm schon, fuck you. Weil er halt... Ja, meinen kaputt gemacht hat. Super. Wir haben aber 4 gegen 4 Titans. Das heißt, wir sind... ein bisschen aufgeschmissen. Weil die halt 4... Es sitzen halt 4 Leute im Titan, Mann. Das ist so unnormal. Es gibt natürlich auch Spiele, die halt sich nur im Titan verkämpfen. Das habe ich auch schon oft genug gehabt. Die dann sich halt einen Titan holen, warten, bis alle 6 da sind. Und dann halt... wirklich viel, also das komplette Game nicht mehr da aus dem Titan rausbewegen. Ohne Scheiß. Die verkämpfen sich dann halt irgendwo. Die Piloten sitzen dann auch noch irgendwo in der Nähe. So wie jetzt irgendwie. Und man halt kein Schwein sieht. Ja, guck mal, wo die Leute sind. Ich seh noch nicht mal irgendwie Fußvolk. Also praktisch die KI. Ja, das ist gerade so ein mega nerviges Spiel, was man eigentlich nicht so schön, oder das, was ich halt nicht so schön finde in Titanfall. Ich hoffe mal, dass die halt auch noch in Titanfall 2 bis zum Ende, dass nicht jeder Spacko da irgendwie in seinem fucking Titan da dauerhaft campen kann. Na komm. Tschüss. So,
zack. Okay, da hinten ist ein Dingens. Achso, das ist auch wieder nur Fußvolk. Ich will ganz gerne in meinen Titan. Weil ich muss damit ja mit der komischen Knarre, die ist halt auch nur unter anderem, dass mehr oder weniger halt mal alle Spiele, beziehungsweise genau, Spiele, mal alle Waffen mehr oder weniger gespielt werden, muss man halt damit auch mal alle Sachen machen. Na super. Er hat einfach nur auf seinen fucking Titan gewartet, hervorragend. Und tschüss. Ich habe natürlich voll die Nachteilspose eigentlich. Ja, komm. Tschüss. So, immer. Jawohl, immerhin ein bisschen kaputt gemacht. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Ja, ich bin gerade, keine Ahnung warum, ein bisschen ruhiger. Ja, wie gesagt, heute könnt ihr dann beim Stream ab von 17 bis 19 Uhr dabei sein, wenn ihr halt Bock habt. Zum Anfang geht ja San Andreas dann irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, Multiplayer-Action, Titanfall, vielleicht Titanfall, weiß noch nicht. Ansonsten ein bisschen Black Ops 2 oder sonst irgendwas, MW2, MW3. Schauen wir mal. Neuen Titan, neuen Pilotenkill zu. Na komm. Uiuiui, also das Zielen ist nicht gerade leicht, wenn hier irgendwie alles wackelt. Ja, okay, 2 gegen 2, das geht eigentlich noch. Also 2 Titans gegen 2 Titans. Da war ein, da war ein, da setzen wir mal unseren Titan hin. Es gibt natürlich auch bedeutend bessere Titanwaffen als diese scheiß Dreifachbedrohung da, die ich da irgendwie spiele. Aber ich muss die spielen. Das ist halt das Behinderte. Wegen dieser Regenerationsanforderung. Um da irgendwie mein Prestige zu erhöhen. Darum muss ich auch beispielsweise diese scheiß Kills hier machen. Interessant. Mega interessant. Schon wieder hier. Komm! Da möchte ich hin. Okay. So viel zum Thema Rodeo. Vor allem, warum? Ich verstehe halt nicht, warum er sich halt selber tötet, anstatt kurz auszusteigen. Das ist viel effizienter. Ich mache nie im Leben so viel Schaden, wie er mit seiner scheiß Cluster-Rakete. Er sich selber. Ah, nun gut, egal. Ich möchte ihn halt nicht irgendwie belehren. Er denkt halt wohl, er ist cool. Oh, sonst irgendwas? Keine Ahnung. Ach, komm schon. Fuck you, du behinderter Smart Pistol Spacko, Mann. Wie gesagt, das ist die behindertste Waffe überhaupt, Mann. Die könnten sie einfach streichen, Mann. Die braucht kein Schwein. Ist echt so. Ich werde die auch nie spielen. Ich habe da mit der mal ein oder zweimal gespielt. Ich bin dann nicht... Verpiss dich doch mal, Mann. Ich bin damit nie zurückgekommen. Du musst, kannst die anpeilen, die Leute. Und dann hast du da irgendwie deinen Zielsucher, wo denn... Also es lockt sich denn mehr oder weniger. Ist halt ein Aimbot, ne? Die Pistole. Da visierst du den Typen halt an, kannst damit umherspringen. Das ist auch scheißegal. Und ich finde keine Gegner, weil ich wieder andere Seite rüber muss. Oh, super. Ach ne, ist meine. Ach, schade. Ach komm schon, Mann. Dieses Timing, Mann. Wetten, ich komme jetzt nicht rechtzeitig zu meinem Titan. Zack. Nee, doch, sieht gut aus. Zum Glück habe ich dieses Schutzschild drin, ne? Was mich halt vor Schaden bewahrt und wenn einer halt da reingeht, stirbt er. Beziehungsweise, ja. Pilot? Wo ist er denn? Holy shit. Ach, das ist ein Gegner. Alles klar. Und RIP. Na, scheiße. Egal. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aber wir haben gewonnen. Das ist wichtig. Ich habe zwar nur 2 Marken gekriegt, aber gut, egal. Ja, war halt nicht so optimal. Obwohl, 12 Titan... ein Titan-Kill ist jetzt nicht so schön. 29 Fußvolk. 12 Piloten-Kills ist eigentlich sehr erfolgreich. Ja, und der erste ist halt schon wieder halt... Der sitzt halt nur die ganze Zeit im Titan. Was anderes kann der halt nicht. Vor allem, ich kann leider auch nicht so wirklich durchschalten gerade. Sag ich ja, im Titan. Müsst ihr mal drauf achten. Er sitzt halt die komplette Zeit nur im Titan. Und campt halt irgendwo. Ah, nur gut, egal.
So kann man natürlich auch spielen, ist halt so eine Sache, inwiefern möchte man das Spiel jetzt wirklich intensiv spielen und alles nutzen, weil es gibt so Spieler wie halt den Typen, der Diamant ist, der halt die ganze Zeit im Titan sitzt, ist der Titan kaputt, er geht raus, setzt sich irgendwo hin, wartet seine, keine Ahnung, Minute oder anderthalb Minuten, was er da haben muss, geht wieder in den Titan und das war's. Ne? Und so macht er halt seine ganzen Pilotenkills mit der wenn du eine ordentliche Titanwaffe hast, alles drum und dran. Aber egal. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Was nächste Woche kommt, keine Ahnung. Vielleicht nochmal Titanfall. Schauen wir mal. Ansonsten, ich bin raus. Schönes Wochenende. Vielleicht sieht man sich ja heute im Stream ab 17 Uhr. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.